Kennst du einen Code Kraxler? R-U. Ja. Q-U? Ja. D-F. 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 Dora F. Robert. Otto. Quatsch. Udo. Dora. Friedrich. Ah, nochmal. R-O. Robert. Otto. Quasimodo. Udo. Dora. Friedrich. Genau. Ich finde, wir müssen dann auch alle einen Kreis machen und uns dann im Kreis vorstellen. Ja, finde ich auch. Okay. Sehr gern machen. Bin ich dafür. Also am besten direkt beim Emergency Meeting. Bei irgendeinem höre ich mich doppelt. Okay, bei mir? Keine Ahnung. Na? Hallo? gemacht hab. War. Ja, das tut mir leid. Also ich ja. Bin ein guter Arzt. Nein, alles gut. Dürft jetzt alles gut sein. Alles gut. Ich bin Chris Cross, ich bin eigentlich Tänzer, aber da ich jetzt keine Auftritte habe, spiele ich Among Us. Ja. Hallo Chris Cross. Hallo. Hallo Chris Cross. Ja, ich bin der Markus, könnt man auch Max nennen. Ja, ich bin genauso Tänzer. Spiel zum ersten Mal Among Us und ja, keine Ahnung. Ja, will einfach Spaß haben, mein Glück. Hallo Markus. Hallo Maxus. Hi, ich bin Mr. Corps oder wie meine Mutter mich nennt. Gar nicht. Es ist so, ich komme aus Vorarlberg, kann aber perfekt Deutsch. Und freue mich trotzdem hier zu sein. spiele jetzt mit euch Among Us und ja, kenne hier niemanden außer Chris und Davi, Nia. Punkt. Okay. Okay. Hallo. Hallo, mein Name ist Flo. Hier auf Twitch kleine Kunst, weil einfach so. Weißt du, das war ein geiler Reim. Das war ein Reim. Hey! Nice! Als war hat's gelernt, gell? Ich Absolut. Bin Musical-Darsteller und hab genau dasselbe Problem wie Chris gerade. Es gibt nicht wirklich viel Arbeit und deswegen habe ich zum Streamen angefangen. Boah. Willkommen im Club! Hallo Flo! Hallo Flo! Hallo Flo! Hallo, ich bin die Becker. Ich bin Kindergartenpädagogin, darum rennt doch hier immer ein kleines Kind mit mir mit. Und im Gegensatz zu euch habe ich permanent Arbeit. Oh, ja, aber gut. Oh. Ja. Du bist nicht allein. Ich hab ein Glück. Okay, ich geh auf. Rage quit. Hello, ich bin der Alex. Ich bin auch Musical-Darsteller. Habe eigentlich keinen Kunstjob und arbeite jetzt für eine Tax-Consulting-Firma. Also, danke. Hallo, Alex. Wie schön du noch so ein Danke nachwirfst, einfach so. Danke, dass ich jetzt für eine Tech-Consulting-Firma arbeite. Ja, so, it's a new cup of tea and it's a new challenge. Interesting. And aber du kommst nicht aus Österreich oder so, oder? Du bist aus Amerika oder sowas, oder irgendwas Englisches, keine Ahnung. Ich bin ursprünglich aus Südafrika, aber ich wohne schon seit 14 Jahren. Ich hätte es raushören müssen, wow, Südafrika. Geil. Ich wusste es doch. Away! Away, meine Frau! Away! Okay, hallo, ich bin die Krisi und ich habe zurzeit sehr viel zu tun, aber um mich abzulenken, spiele ich jetzt Among Us. Hallo, Krisi. Hallo, Krisi. Hallo, Krisi. Hallo, ich bin die Davinia, ich bin die Freundin von Chris, arbeite in einer Psychiatrie, da ist immer was zu tun. Und heute spiele ich mal mit euch allen Among Us. Yeah, hallo Freundin von Crazy. Hallo. Und daheim geht's dann weiter. Wir akzeptieren dich trotzdem. Das ist ja ein richtiges Spiel für dich. Servus, ich bin der Kenny. Ich darf auch noch weiter lustig arbeiten und vermutlich im Gegensatz zu euch kann ich null tanzen. Moment mal. Das ist ein paar Moves, kennst du sicher. So. Ja, let's go. Ah, ja. What? What? Es war so. Ah, okay. Jetzt müssen wir noch keine Vorstellungsrunde machen. Es gibt einen neuen Raum. Ja. Moment.
Oh mein Gott. Ich mit dem Lukas. Oh mein Gott, was mache ich nur? Eieiei. So. Laufen wir mal weiter. So, den ersten haben wir schon mal. Spannend. Spannend. Zusammen. Also, und zwar liegt die Leiche. War irgendwer kennt? Schon wieder du! Nein, jetzt, nein. Jetzt hör mal zu. Jetzt ist erst die erste Frage. Es war irgendwer Camps? Nein. Also bei der Kamera, für die zum ersten Mal spielen. okay. Schade. Entschuldigung. Also ist die Leiche bei die Camps oder wie? Nein, die hätte den Kill gesehen. Wenn du Camps gestartet wärst, hättest so du gesehen, wer gekillt hat. Ja, also so. Ich habe die Leiche auch gesehen, aber ich wollte gerade sehen, ob jemand da vorbeigegangen ist. Genau, okay. Richtig, wunderbar. Davi, das ist einfach nur doof. Ja, weil ich kann dir ganz ehrlich sagen, die Leiche liegt, wenn man Navigation rausrennt, dann runter. Ja, ja, okay. So. Und da bist du hingerannt und jetzt sagst du, du hast die Leiche gesehen und wolltest sehen, ob da irgendwer ein Killer in der Nähe ist. Also, ganz ehrlich, da war noch wer Navi. Ich kann kleine Kunst, Crisscross und Peggy schützen, weil die waren alle mit mir in Electrical. Warte mal, wer war noch Navigation? Davi war Navigation, ich glaube Chrissy, oder? Ja, ja. Genau. Und Chrissy, du bist nach oben gelaufen, das habe ich noch gesehen. Genau, und ich wollte in die Cafeteria, aber da war die Tür zu. Okay, aber ja, Davi ist nach unten gelaufen. Davi ist nach unten gelaufen und danach bin ich nachgelaufen. Davor muss ja auch schon jemand runtergelaufen sein. Also ich war bei der Chrissy auf jeden Fall. Außer natürlich, du warst es, Davi. Ja, das ist ein. Nee, sorry, also. Ja, bist du dir sicher, Mr. Quarks? Ganz ehrlich, ich sag euch einfach, wo ich mir sicher bin: Pink läuft runter von Navigation und da liegt ein toter Körper auf genau diesem Gang. Ja, und jetzt sagt sie, ich hab sie gesehen, ja, bin aber vorbeigelaufen. Alter. Kommt jetzt diese Sache, wo du sagst, es ist schwer, wenn der erste Imposter gleich wegfällt am Anfang. Aber wenn es jetzt der Imposter ist, dann steht's dort, oder? Nein. Okay. Ja, was machen wir? Was machen wir? So, ich kann jetzt wieder wen killen. Euch da aber unbedingt an, wer da irgendwo ist. Läuft da keiner? Das kann ja nicht sein, hä? Bin ich da ganz allein auf der Seite? Ja, blöd. So, den haben wir erledigt. Bleiben wir jetzt mal ein bisschen stehen. Mal das gerade machen. So. So, 8 Sekunden. So. Mal schauen, ob wir die killen können noch.
Outfit. Hui. No fucking way, I'm sorry. Oh, was ist das schon wieder? No way. Das war nice von uns zwei jetzt, muss ich sagen. Okay, okay, Mr. Quarbs, du bist einfach draußen für mich. Du. You're getting voted out every single time now. Wow. Wo wart ihr alle? Ihr habt euch voll lang gesucht jetzt. Ich wurde in den Camp getötet. Also direkt vor dem Computer. So, und kleine Kunst ist so ganz gemütlich am Gang vorbeigegangen und ich dachte, nein, geh doch rein. Ich hab nicht gesehen. Ja, wisst ihr, ich will halt meine Tasks machen. Da schaue ich nicht in jeden Raum rein. Tja. Sollte vielleicht. Bei Chris habe ich in dem Moment, wo er auf mich zugekommen ist und mich gekillt hat, habe ich genau gewusst, er ist es. Und hat mich schon gekillt. Ich bin ja schon mit dem Messer hinlaufen. Jungle of Love.